Hallo Rafina. Hallo Willow. Es gibt Neuigkeiten. Ich muss sagen, das ist einer meiner härtesten Fälle gewesen, die ich je gehabt hatte. Also von zwei Fällen, denen ich bis jetzt überhaupt hatte. Ich bin ratlos. Ach, schon gut. Ich hätte sowieso nicht damit gerechnet, dass du es schaffst. Bitte? Wie gesagt, ich bin ratlos. Und eine ratlos meistert auch die schwierigsten Aufgaben. Kurz gesagt, ich habe die Person gefunden. Echt? Wie? Ach, ist auch egal. Wo ist sie? Wie heißt sie? Sie heißt Cora und wohnt in Nebelwald, inmitten des Waldes. Ihr Rabe ist wirklich ein freches Ding. Er erinnert mich an mich selbst. Ich mag ihn. Als ich durch die Büsche schlug, um an ihr Haus zu kommen, erschrak sie so sehr, dass sie mich fast in einen Blumentopf verwandelte. Glaubst du jetzt an Magie? Irgendwo. Das Einzige, an was ich glaube, sind harte Fakten. Na gut, wie auch immer. Ich danke dir. Wir treffen uns am Samstag zum Reittraining. Hoffentlich. Ja, gerne. Hallo, ich... Also, wir haben tatsächlich die mysteriöse Person gefunden. Was? Ich habe nicht mal selbst daran geglaubt, dass es sie gibt. Ich dachte, es wäre nur eine Einbildung gewesen. Es ist Cora. Sie wohnt abgeschieden im Dorf Nebelfall und arbeitet tatsächlich mit Naturprodukten wie du. Das ist ja wunderbar. Ich gehe gleich zu ihr hin und... Warte, hast du nicht was vergessen? Was denn? Unser Deal? Ich ermittle, wer die Gestalt ist und du gibst mir den Superfahren? Ach ja, hätte ich beinahe vergessen. Ja, wo ist das Gemüse? Also, da gibt es ein Problem. Nein. Wo ist das Obst? Ich hatte nie einen Topf mit Fahnen. Aber du hast doch behauptet. Nein, du meinst, dass alle meinten, dass ich das besitze. Und dann hast du es bestätigt. Ja, irgendwie. Es gibt also die ominöse Blume nicht? Nicht hier. Wo dann? In den wilden Wäldern. Die wilden Wälder? Willst du mich veräppeln? Das Gebiet ist unzugänglich. Da kommt keiner durch. Der Weg, der dorthin führt, ist mit Dornbüschen gesät. Da ist der uralte Farn. Wenn du ihn willst, musst du dahin. Und bitte verspreche mir, dass du den Ort geheim halten wirst. Ich will nicht, dass Leute hingehen und ihn beschädigen. Und ganz wichtig, nur ein Stück von der Pflanze. Hier ist ein Bild. Damit solltest du ihn finden. Oh, alles klar. Oh, hier sind wir. Hier geht's zu den wilden Wäldern. Dann müssen wir durch. Durch die Dornbüsche. Au! Oh, kratzt das. Also wir hätten unser Flammenwerfer mitnehmen sollen. Hier ist es. Der Wald soll einen Urwald gleichen. Mit gigantischen Bäumen und wilden Tieren. Hier sind keine Wege und keine Straßenschilder. Wir müssen uns die Strecke gut einprägen. Man verläuft sich hier schnell. Ganz schön gruselig. Wir sind wirklich so weit draußen, dass ich Angst habe, gleich auf Aliens zu stoßen. Ich hoffe wirklich, wir finden die Pflanze. Aber bei all dem Gestrüpp kann sie wirklich überall sein. Warte, Rose. Ich glaube... Ja, das ist sie doch. Klar. Oh Mann, wir haben sie gefunden. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Wir wollen sie ja nicht gleich zerstören. Einmal... Ja, das müsste reichen. Oh, schau es dir an, Rose. Wow, sieht ganz normal aus. Ja, irgendwie schon. Aber du hast vorher gehört, diese Pflanze repräsentiert die Natur Joviks. Okay, dann lass uns hier rausfinden. Okay, dann haben wir... Wir haben fast alles. Schau dir das an. Also, jetzt sollte uns nicht mal mehr ein Möchtegern-Zombie in den Weg stellen. Ich glaube übrigens, die sind noch seltener als Einhörner. Dafür sind Zombies langsamer. Stimmt. Sie einzuholen muss bestimmt super leicht sein. Aber sie haben Ausdauer. Wenn sie dich verfolgen, laufen sie Tag und Nacht. Du hast ja Ahnung. Vielleicht auch Ahnung, wo man so ein kleines Zombie findet? Ugh, Zombies. Du magst sie wohl nicht. Nein, eigentlich sind sie ausgerottet. Eigentlich ausgerottet? Ich weiß noch, wo ich ein junges und unerfahrenes Soul-Rider-Pferd war, lief ich durch ein modriges Gebiet, weit oben im Norden von Jovik. Dort sah ich es. Ein Ungetüm. Grün. Du, es sah aus wie verrottetes Holz. Meine Mähne stellte sich vor Schreck auf und ich lief so schnell ich konnte weg. Klingt echt gruselig. Ja, solche Pferde sind nicht natürlich. Sie sind aus irgendeiner Magie so geschaffen worden. Allerdings führte es mich zu meiner ersten Soulriderin, die mich verschreckt auffand und mich in den Stall ihrer Familie einlud. Ach komm schon, Rose, für mich, für uns.
Und seit wann hast du Angst vor irgendetwas? Nein, ich werde nicht noch einmal in die Nähe so eines Ungetüms gehen. Nein. Du musst doch nicht mit mir hin. Sag mir nur wo. Das weiß ich auch nicht so genau, aber ich wette, in tiefer Natur, wo sich eigentlich kein Mensch hintraut. Inmitten eines Waldes, inmitten der Nacht. Der Rest ist Gespür. Wir Pferde spüren die Anwesenheit voneinander und können uns so auch rechtzeitig warnen. Aber okay, geh, wir gehen dahin. Aber wenn wir einen gefunden haben, hauen wir hier wieder ab. Mein Gespür sagt mir, dass hier irgendwo eins sein muss. Ja, ganz in der Nähe. Es riecht doch hier plötzlich ein wenig streng. So verrottet. Das ist ein untrügliches Zeichen. Das ist ja wirklich ganz ruhig, Rose. Es würde nichts tun. Es ist unfassbar, dass wir hier immer noch stehen. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Es ist sicherlich nicht gefährlich. Ich steig ab. Du wartest hier. So, jetzt ganz, ganz langsam. Ja, mein Guter, ich will nichts Schlimmes von dir. Nur ein Haar. Der Geruch wird immer schlimmer. Nein, nein, lauf nicht weg. Ganz ruhig. Hier, schau mal. Ich will nur von dir ein loses Haar. Aus deiner Mähne. Ja, jetzt bloß nicht erschrecken. So. Ja, ein Haar. Wir haben alles. Unfassbar. Was nun? Nun ja, wir sollten alles abgeben für das Ritual. Außerdem haben wir nachts. Wir sollten die Hexe jetzt finden. Oder sie wird wahrscheinlich uns finden. Ich bin mir absolut nicht so sicher, ob es wirklich eine gute Idee ist, es gleich zu machen. Okay, dann lass uns doch einfach zum... Oh, wie ich sehe, hast du es wirklich geschafft. Hast du mich erschreckt? Es ist Zeit. Zeit für das Ritual? Ja, die Sterne sind in einer guten Position und ich kann, also wir können, nicht länger warten, um endlich... Endlich. Willst du mich befreien von allen? Ja, genau. Komm, folg mir. Aber ohne dein Pferd. Willow nicht? Wir haben die Zusammenhänge noch nicht verstanden. Rose, jetzt nicht, das ist wichtig. Ja, ich folge dir. Du hast es wirklich geschafft. Du hast alles bekommen, was ich brauche. Du meinst, was wir brauchen? Den Kompass von der guten Frau Holzwurf, den uralten Farn aus der Natur Jorviks, das Buch von der alten Soulrider-Generation und das Zombiehaar? Ja, alles, was wir brauchen. Oder fehlt mir noch was? Das Einzige, was du bräuchtest, wäre Verstand. Verstand, der dich zum Denken bringt. Was? Ich kann mich nicht bewegen. Hulko, was ist los? Ach, ich will nur, dass du es dir einfach nicht anders überlegst. Bitte lass mich so, Rose. Es ist alles vorbereitet für dich, Willow. Darko wartet schon. Nein! Willow. Na endlich. Nach all den Jahren. Nach den Fehlschlägen. Nachdem endlich ein Sieg über dich. Den Soulridern dieser Welt. Wie komme ich hierher? Was willst du von mir? Dank deiner Naivität hast du mir alles gegeben, was ich je wollte. Wo ich niemals rangekommen wäre, um meinen Plan umzusetzen, ganz Jorvik und die Soulrider ein für alle Mal den Garaus zu machen. Es ist soweit. Dank dir. Nein, ich habe nichts gemacht. Ich stehe auf der guten Seite. Oh, doch. Oder glaubst du wirklich, dass du je verflucht warst? Als Soulrider bist du gegen solche Magie gewappnet. Was aber geht, ist dich für ein für alle Mal um die Ecke zu bringen. Hier raus? Schwachsinn, nach Pandoria. Hier wirst du für alle Ewigkeiten gefangen sein. Ohne Chance auf Rückkehr. Nie wieder wirst du mich in meinen Plänen behindern können. Und mit Friedrich Sands können wir endlich all unsere Pläne in die Tat umsetzen. Die Gegenstände, die du mir so bereitwillig brachst, sind für das Ritual der Rückkehr. Damit wird Friedrich Sand zum Leben erweckt, der mit seiner Macht Jorvik unterwerfen wird. Übrigens, es ist das Ritual Gegensätzlichkeit. Jetzt verstehe ich erst. Dieser Kompass soll dich immer zum Guten führen. Frau Holzwurf ist das Gute und Darko das Böse. Repräsentiert es die Stärke der Natur Jorviks. Solche Pferde sind nicht natürlich. Natürlichkeit und der Gegensatz das Unnatürliche. Ich schaffe das als neue Generation Zollerei dieselbe. Vergangenheit und Zukunft. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Fällt dir nichts auf? Hukulf, meine Verbündete, ist der Fluch. Sie war der Fluch, der dich umgab.
und nicht mal dein Pferd konnte dich warnen. Die anderen Soul Rider werden dich stoppen. Die anderen Soul Rider sind ein unorganisierter Haufen ohne dich. Du birgst sie immer wieder zusammen nach ihren Streitigkeiten. Die eine traut um Elisabeths Tod, die andere um ihre Mutter. Die nächste lebt in ihrer Bücherwelt. Und Anne hat nicht einmal ein ausgewachsenes Soul Rider Pferd. Außerdem wissen sie dank dir von nichts, weil du sie nicht mit deiner Situation belasten wolltest. Nun werde ich alles vorbereiten. Mach es gut, Willow. Ich finde ein Portal. Ich komme hier weg. Ich war schon mal Pandoria. Ich muss mich daran erinnern. Es gab ein Portal. Ich kam hier doch weg. Es gibt keinen Ausweg. Ich habe überall gesucht. Diese komplette Insel führt nur einmal rum. Aber ein Portal gibt es hier nicht. War es das? Endet hier meine Geschichte? Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Keine Sorge, hier bist du sicher. Allerdings ist das hier nicht die Wirklichkeit. Du befindest dich immer noch in Pandoria. Der Ort hier, der kommt mir bekannt vor. Ich habe dich schon zuvor gesehen, in meinen Gedanken. Das waren Visionen, die ich dir geschickt habe, um dich vor all dem hier zu warnen, um das alles zu verhindern. Aber du warst zu verblendet und hast deine Lage und die ganze Situation nicht mehr klar gesehen. Oh ja, ich habe die Sache gehörig vermasselt. Erst die Sache mit Darko, mit meinen Freunden und dann habe ich noch Rose ignoriert. Ich bin am Alden schuld. Nicht wirklich. Erinnerst du dich an das erste Treffen mit der Hexe? Wie könnte ich das vergessen? Da hast du eine Flasche zerbrechen hören. Darin war ein Trank, der dich das alles hat fühlen lassen. Aber nur in der ersten Zeit danach war es dein Ehrgeiz, der dich das machen hat lassen. Und so fokussiert auf deine Ziele hast du dich von nichts und niemanden abbringen lassen und jegliche Warnungen ignoriert. Ich verstehe, aber was nützt mir das Ganze? Aus Pandoria ist kein Kommen. Und Dark und alle Gegenstände, die er braucht, um Friedrich Sens wieder zum Leben zu erwecken. Er besitzt zwar alles, was er braucht, um mit Hilfe der Stärke, der Gegensätzlichkeit, die Macht von Jorvik zu entnehmen. Aber das wird ihm nichts nützen. Denn solange alle Soul Rider auf der Insel vereint sind mit deren besonderem Band, können sie ihren vollen Schutz auf Jorvik auswirken. Ja, aber ich bin hier. Egal wo du bist, du kannst immer mit deinem Pferd kommunizieren. Ich weiß nicht, für wen du mich hältst, aber ich bin nicht begabt. Du hast noch ungeahnte Fähigkeiten. Eine von denen ist Telepathie. Du meinst sowas wie Gedankenübertragung? Ja, die besondere Verbindung zu Soul Rider-Pferden lässt das zu. Und wie ich Chestnut kenne, würde schon auf deine Nachricht warten. Chestnut? Mein Pferd heißt Rose. So heißt sie jetzt. Ich kannte das Pferd damals als ein anderes. Aber Seelenpferde werden immer wieder geboren. Sowas habe ich noch nie gemacht. Konzentrier dich frei von anderen Gedanken auf dein Pferd und die Nachricht, die du ihr überbringen willst. Okay. Ich muss mich nur konzentrieren auf Rose. Was war das? Nur Geräusche aus meiner Umgebung. Pandora ist kein guter Ort, um mit Telepathie anzufangen. Woher weiß ich, ob es geklappt hat? Ich bin wieder hier. Jetzt heißt es warten. Warten, bis mich jemand rettet. Und so endet die Geschichte. Mia und Bella haben mit Hilfe von Rose das Portal geöffnet und so mich aus Pandora gerettet. Unser Soul Rider Band schützt nun weiterhin Jorvik, Darko schäumt vor Wut und unsere Freundschaft ist viel stärker als zuvor. Die Hexe allerdings konnten wir nicht mehr finden. Bestimmt ist sie wie ein Evermist oder sonst wo. Ich frage mich wirklich, was Darko ihr versprochen hat. An diesem Punkt möchte ich mich an alle bedanken, die das Projekt gesehen haben. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich habe mich über jeden Kommentar gefreut, über jeden Like, einfach über jede Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Und ein Riesendank geht an jeden Schauspieler, der mitgemacht hat. Vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, die einzelnen Figuren zum Leben zu erwecken.
Danke, es war wirklich Spaß, mit euch aufzunehmen. Auch wenn ich wirklich jedes Mal extremst aufgeregt war, mit euch zu reden. Hey Rose, willst du was zum Schluss sagen? Warum habe ich das Ganze überstanden? Die Insel ist noch nicht fertig mit dir.